Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das wohl angefragteste Video überhaupt, denn heute gibt es mein Schminksammlungsvideo. In den letzten paar Monaten kam so oft die Frage, Madeleine, mach doch mal ein Update zu deiner Schminksammlung, und dem Wunsch bin ich natürlich gerne nachgekommen. Ich habe schon mal ein Schminksammlungsvideo hochgeladen, das war glaube ich im Jahr 2013 oder 2014, das werde ich euch nochmal unten in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Da habe ich allerdings noch zu Hause gewohnt und ich bin ja im Jahr 2015 von zu Hause ausgezogen, bin in meine eigene Wohnung gezogen und seitdem hat sich natürlich ganz viel verändert. Es sind einige neue Produkte dazugekommen und auch an meiner Aufbewahrung habe ich ein bisschen was verändert. Deswegen gibt es heute ein Update zu meiner Schminksammlung und ich muss euch schon mal sagen, dass ich dieses Video in zwei Teile teilen werde. Heute gibt es Teil 1, denn ich war schon am Bearbeiten meiner Schminksammlung, weil ich das schon abgedreht hatte und habe dann festgestellt, dass das alles ein bisschen zu lang ist. Also als ich dann fertig war mit dem Schneiden, war ich immer noch bei 58 Minuten und dann habe ich gedacht, das kann ich eigentlich so nicht hochladen, das ist viel zu lang. Also es gibt bestimmt einige von euch, die sich ein einstündiges Video von mir anschauen würden, aber in der Regel schaltet man dann doch relativ früh wieder ab. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich das einfach in zwei Teile teilen. Wie gesagt, heute gibt es Teil 1. Heute zeige ich meine Foundations, Concealer, Puder, Bronzer, Highlighter, Paletten, so kleine Einzellidschatten und Rouge und sowas. Also alles, was so die Base und Foundation und sowas betrifft. Und natürlich, wie der Schminktisch komplett aussieht und woher ich meinen Schminktisch habe und sowas. Das werde ich euch auch alles sagen in diesem Video. Und ich schreibe sowieso alles nochmal unten in die Infobox rein. Also woher der Schminktisch ist, woher mein Stuhl ist, woher bestimmte Behälter sind, Spiegel etc. Das steht dann nochmal alles unten in der Infobox drin. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und so sieht jetzt mein Schminktisch von Weitem aus. Ich würde sagen, ich gebe euch einfach mal so einen kleinen Überblick, wie das Ganze denn so im Gesamtbild aussieht. Und ich muss auch sagen, ich bin mit meinem Schminktisch oder mit meiner Schminkecke allgemein wirklich super zufrieden, weil ich habe echt eine Menge Platz. Die Tischplatte hier ist wirklich riesengroß und kann meine ganzen Produkte da immer ausbreiten, mich da so ein bisschen entfalten und immer schön rumprobieren und ausprobieren. Und es war mir auch einfach wichtig, dass gerade wenn man so viele Produkte hat wie ich, dass man da einfach ja genügend Platz hat, um da seine Produkte ordentlich zu verstauen. Und mein Schminktisch besteht aus zwei gleichen Schubladenelementen, die nennt sich Alex und die bekommt ihr beim IKEA. Und darüber habe ich einfach eine ganz normale weiße Tischplatte gelegt, die es auch bei IKEA gibt. Die gibt es einmal in matt und in glänzend. Den Stuhl, den habe ich mir mal bei Mömax gekauft, den fand ich auch richtig schön, gerade wegen dem Weiß und Holz. Das Lammfell, was unten auf dem Boden liegt, das Weiße, das ist auch von IKEA. Und das Graue, das auf meinem Stuhl liegt, das gab es mal bei Aldi, aber das ist schon ewig her. Also bestimmt schon 3-4 Jahre. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal näher ran und ich zeige euch so, was denn alles auf meinem Schminktisch steht. Und gleich hier vorne könnt ihr sehen, dass ich da eine Menge The Body Shop Produkte stehen habe. Das ist nämlich immer so meine Ecke, wo ich alle Produkte hinstelle, die ich in der letzten Zeit neu gekauft habe. Das ist irgendwie so eine ganz komische Angewohnheit von mir, dass ich da einfach irgendwie diese Produkte platziere und die stehen dann einfach mal so ein paar Wochen rum und irgendwann räume ich sie dann weg. Aber das ist irgendwie so, so eine komische Angewohnheit. Und bei Kiko war ich auch noch, aber bei The Body Shop habe ich in den letzten paar Wochen wirklich ganz, ganz viel gekauft. Und da wollte ich euch jetzt fragen, ob ihr denn Lust hättet, dass ich ein gesondertes Haul-Video nur über The Body Shop Produkte mache, dass ich euch die Produkte einfach zeige, denn zu den meisten Produkten kann ich auch schon eine kleine Review geben, ob die für mich funktioniert haben, wie ich die denn so finde. Und wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare, dann filme ich das gerne für euch ab. Auf der linken Seite habe ich meine zwei Spiegel stehen. Einmal den hier, den benutze ich aber immer nur, wenn ich meine Augenbrauen zupfe, weil der hat eine 7-fache Vergrößerung. Und zum Schminken ist es einfach ein bisschen zu nah. Der hintere hat eine 2-fache Vergrößerung und der ist fürs Schminken eigentlich ideal. Also das sehe ich halt alles ein bisschen näher und ein bisschen besser, aber nicht eben so ganz so krass wie bei dem hier. Die Blümchen, die hier hinten stehen, das sind jetzt Kunstblumen, die habe ich mir vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren mal bei Nanunana gekauft. Aber das ist so ein Standardprodukt irgendwie von Nanunana. Die gibt es eigentlich, glaube ich, immer. Und ich finde, die haben mir einfach ganz gut hier reingepasst. Und diese Box oder diese Dose hier in der Glasoptik ist von TK Maxx. Das habe ich mir auch schon
vor 2 Jahren oder so mal geholt. Die haben in der Badeabteilung immer ganz viele verglaste so Boxen, Döschen und sowas. Und hier bewahre ich meine ganzen Wattepads immer auf. Dann komme ich auch schon zu dieser süßen Etagere. Da kann ich euch leider nicht sagen, wo ich die her habe, denn meine Mutter hat die mal geschenkt. Aber bei Depot oder Nunana gibt es solche Etageren immer mal wieder. Und ganz oben habe ich 3 Flomar Nagellacke stehen. Das sind die aus der Matten-Kollektion. Das sind auch meine einzigen Flomar Nagellacke, die ich besitze. In meiner Schublade, wo die Nagellacke stehen, hatte ich einfach keinen Platz mehr. Und die haben einfach gut hier reingepasst. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich die einfach mal hier oben hin. Und ganz vorne habe ich 2 Lippenpflegeprodukte. Und zwar einmal den NYX Rêve de Miel. Und von Corres ist es die Lipbutter. Und ganz unten habe ich hier ganz links meine Urban Decay Naked Basics Paletten. Hier unten ist die 1er und hier oben drüber ist die 2er. Hier hinten liegt mein heißgeliebter Real Techniques Complexion Sponge. Den benutze ich ausnahmslos jeden Tag. Dann habe ich hier 3 Spitzer. Dann habe ich hier ganz vorne einmal einen Lippenprimer von P2, einen Lidschattenprimer von Urban Decay, der ist wirklich richtig, richtig gut. Einen Lidschattenprimer von Catrice, den finde ich aber nicht so berauschend. Von Urban Decay noch so einen goldenen Glitterliner, den ich aber auch eigentlich fast nie benutze, weil ich nicht weiß wann. Und hier unten sind noch 2, Wimpernprodukte quasi von der Marke M2 Boutique, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist einfach so ein Wimpernserum quasi. Und hier ist noch so ein Peeling und eine Lippenpflege in einem von der Marke Vandini. Und dann stehen hier alle meine MAC Lippenstifte, die ich besitze. Und ganz rechts noch 2 Yves Saint Laurent Lippenstifte, die ich aber momentan bei Kleiderkreisel reingestellt habe, weil ich die einfach überhaupt nicht benutze. Ganz rechts steht dann auch noch mein Chanel Puder, das ich über alles liebe und das ich auch jeden Tag benutze. Ich habe schon relativ viele MAC Lippenstifte und auch ein paar aus verschiedenen Limited Editions. Dann komme ich auch schon zu meinem rechten Teil von meinem Schminktisch und zwar steht hier einmal so eine Box, wo ich dann immer Musik höre, wenn ich mich fertig mache. Und hier sind meine ganzen Pinsel, die ich habe. Also hier hinten sind größtenteils Augenpinsel. Die hier hinten sind eigentlich so Gesichtspinsel, die ich nie wirklich benutze, die einfach die sind zwar nicht schlecht, aber man hat dann doch schon so irgendwie seine Lieblingspinsel, die man immer benutzt. Und das sind nämlich die hier vorne. Diese süßen Teelichthalter, wie auch immer man das nennt. Die weißen, die kennt ihr sicherlich. Die sind von Ikea und hier habe ich ganz viele von Zoeva, von Real Techniques, ein paar von Essence. Und das sind eben die vorne hier, die ich eigentlich tagtäglich benutze. Und hier hinten habe ich da noch was von Manhattan und zwar habe ich das mal zugeschickt bekommen. Eine ganz neue Reihe mit vielen neuen Farben von Manhattan und ich fand es einfach so süß, wie man hier die Lippenstifte so reinstecken konnte. Das hat einfach super hier hinten reingepasst. Deswegen habe ich das einfach mal hier hinten hingestellt. Und dann komme ich auch schon zu meinen Paletten, die ich besitze, beziehungsweise das sind nicht alle Paletten, die ich habe, das sind einfach nur die, die zu groß sind, um sie in die Schublade zu packen und es sind auch welche dabei, die ich auch tagtäglich benutze. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal hier hinten an. Und zwar seht ihr schon die Urban Decay Naked Paletten. Da habe ich die 1er Palette, da habe ich die 3er und hier hinten ist die 2er. Wobei ich sagen muss, dass ich von allen dreien am meisten die 3er benutze. Also die und die 1er und die 2er kommen bei mir einfach fast nie zum Einsatz, was ein bisschen schade ist. Und hier hinten habe ich dann noch die NYX Highlight in Contour Pro Palette, die auch richtig gut ist. Dann habe ich hier noch eine Palette von Morphe Brushes. Es war die in Kooperation mit Jaclyn Hill. Die war ja super schnell ausverkauft. Hier hinten habe ich noch 2 grottenschlechte Paletten, die ich mir mal bei Amazon gekauft habe. Das sind so Paletten, wo gefühlt 100 verschiedene Lidschattenfarben drin sind. Dann habe ich hier vorne die BH Cosmetics Wild and Radiant Palette. Das sind eben Bronzer und Highlighter drin. Dann habe ich hier die Technik Color Fix Palette. Die habe ich mir bei TK Maxx mitgenommen. Das ist einfach nur eine Palette mit verschiedenen Bronzertönen drin. Dann die finde ich wirklich mega gut. Das ist die BH Cosmetics Kali Bible Palette. Die ist ultra gut. Die benutze ich wirklich so häufig, weil die Lidschatten wirklich sehr schön sind und vor allem die Highlighter, die sind echt der Hammer. Also die kann ich euch wirklich empfehlen. Dann habe ich hier die Strobe of Genius Palette von NYX und die finde ich richtig gut, weil die hat halt ganz viele verschiedene Highlightertöne und da kann man echt wirklich schön rumprobieren. Dann habe ich hier eine Palette von Makeup Revolution. Wie man sehen kann, die benutze ich wirklich sehr häufig. Das ist die Radiance Palette und die finde ich richtig, richtig gut.
Und ich habe gedacht, ich zeige mal, wie die Palette von innen aussieht. Man sieht, ich habe diese beiden Töne hier schon so häufig benutzt. Ich habe die jetzt seit Herbst letzten Jahres und seitdem wirklich tagtäglich benutzt. Dann habe ich hier eine weitere Palette von der Marke Makeup Revolution. Und zwar ist das die Beyond Flawless Palette. Die sind auch wirklich richtig gut. So sieht das Ganze von innen aus. Ist eine gute Palette, weil man da einfach so gut wie jeden Farbton irgendwie drin hat. Also alles auf der natürlichen Seite, also keine krassen Farben oder so. Da ist von matt bis schimmernd ist da alles dabei. Also wie gesagt, eine gute Allround-Palette. Dann habe ich noch eine Palette von der Marke Makeup Revolution. Und zwar ist das die Flawless Matte Palette. Und wie der Name schon sagt, sind hier nur matte Lidschatten drin. Die finde ich auch richtig schön. Also gerade wenn man einfach sagt, man möchte keine schimmernden Lidschatten, das gefällt einem persönlich nicht, man bevorzugt nur matte, dann ist diese Lidschattenpalette wirklich ideal. Denn er ist von hell bis dunkel, von kühl bis warm, ist da alles vertreten und die sind auch gar nicht so teuer. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei diesen Paletten wirklich richtig gut. Und dann habe ich noch zwei richtig coole Paletten, die ich aber fast nie benutze und eigentlich gehöre ich dafür wirklich geschlagen. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wieso ich diese Lidschatten nicht benutze. Ich glaube, ich vergesse es einfach, dass ich die habe. Das sind nämlich beides nur Make-up-Geek-Lidschatten. Und es sind diese Sie-Paletten, die magnetisch sind, wo man einfach die Lidschatten reinklipsen kann quasi. Und das ist einmal die erste Palette, so sieht das Ganze aus. Dieser matte schwarze Lidschatten, ich sag's euch, der ist so gut pigmentiert. Das ist der beste schwarze matte Lidschatten, den ich bisher gesehen habe. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Farben und ich habe auch einige davon häufig benutzt. Gerade die hier, der schimmernde Ton und auch diese schimmernden hier sind wirklich echt richtig gut pigmentiert. Die zweite Palette enthält, glaube ich, mehr so matte Töne. Also gerade die Reihe hier oben sind matt, die hier unten sind auch wieder so ein bisschen schimmernd. Also die Farben sind wirklich wunderschön und auch von der Qualität sind die wirklich ganz, ganz toll. Deswegen, ich verstehe mich da selber nicht so ganz, wieso ich diese Lidschatten nicht so häufig benutze. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich einfach zu viel habe und ich mich auch tagtäglich einfach nicht so wirklich entscheiden kann, was ich denn jetzt benutzen soll. Und dann würde ich sagen, fange ich auch schon mit dem ersten Schubladenelement an und arbeite mich von oben bis nach unten durch. Und bei mir ist das eben systematisch sortiert. Das heißt, ich habe das so nach der Reihenfolge sortiert, wie ich mich auch schminke. Also ganz oben Base, dann kommt Bronzer, Rouge und dann Mascara etc. Also da habe ich so ein bisschen das systematisch eingeordnet. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die allererste Schublade. In der allerersten Schublade befinden sich alle Produkte, die mit dem Thema Base zu tun haben. Sprich, hier habe ich ganz viele Foundations, Primer, BB-Cream, CC-Cream, getönte Tagescremes. Dann habe ich hier noch ganz viele Concealer und auch so Glow-Cremes habe ich hier drin. Und hier vorne habe ich ganz, ganz viele Concealer. Und zwar habe ich hier zwei Urban Decay Naked Skin Concealer in zwei verschiedenen Farbnuancen. Einmal eine Nuance für den Sommer und eine Nuance für den Winter. Dann habe ich hier zum Beispiel den Essence Get Picture Ready Concealer, den ich in meinem letzten Video ausprobiert habe. Hier habe ich noch so ein Glow-Produkt von der Marke Estee Lauder. Das habe ich jetzt einfach hier reingeschmissen, weil das von der Größe hier einfach gut reinpasst. Dann habe ich hier von MAC noch so ein Prep and Prime Concealer, so ein highlightender Concealer quasi, aber den benutze ich eigentlich fast gar nie. Dann habe ich Concealer von P2, hier noch einer von P2. Dann habe ich hier Concealer von Maybelline, den fand ich aber nicht so gut. Dafür fand ich den von Maybelline, den Fit Me Concealer, den finde ich richtig gut. Dann habe ich hier einen Concealer von der Marke Collection, das ist der Lasting Perfection Concealer, den hatte ich mir damals in England gekauft, den finde ich richtig gut, aber hier in Deutschland ist er, glaube ich, nicht so einfach zu bekommen. Dann habe ich hier Concealer von Astor, nochmal von P2, von NYX, von L'Oreal, so ein aufhellender Concealer. Von Essence habe ich hier noch einen Concealer und Alverde, also hier habe ich wirklich ganz, ganz viele Concealer. Dann habe ich hier auf dieser Seite die Foundations, die ich momentan sehr, sehr häufig benutze. Und zwar von Art Deco die Liquid Camouflage Foundation. Meine geliebte Clinique Even Better Foundation. Das ist die perfekte Foundation für Mischhaut. Ich finde die wirklich super. Und das war auch meine allererste High-End Foundation. Und die habe ich mir bestimmt schon dreimal nachgekauft.
Dann habe ich hier das Essence Pure Nude Make-up. Das finde ich auch richtig schön für den Alltag. Ist sehr schön leicht und angenehm auf der Haut. Und zwei verschiedene Nuancen von dem Manhattan 3-in-1 Easy Match Make-up. Ich mische diese beiden Nuancen mir immer zusammen und bekomme dann quasi meinen perfekten Hautton immerhin. Dann habe ich hier von Maybelline das Dream Wonder Nude Make-up. Das habe ich auch wirklich sehr, sehr häufig und gerne benutzt. Von L'Oreal die Lumi Magique Foundation, die habe ich vor allem im Sommer gerne benutzt, weil die einfach so schön leicht ist und wirklich ganz, ganz toll glowy. Dann noch eine Foundation von Vichy, die Teint Ideal Foundation, ist auch sehr, sehr schön. Und die Bourjois Healthy Mix Foundation und die Revlon Color Stay Foundation. Hier hinten habe ich dann so meine Primer liegen, wie zum Beispiel von Urban Decay, von Maybelline, den Baby Skin, aber auch so ganz viele Glow-Produkte und solche Glow-Cremes. Von P2 aus einer LE, dann nochmal von P2 aus einer LE. Dann habe ich hier hinten noch von Nivea eine BB-Creme, die fand ich nicht so gut, die war mir einfach ein bisschen zu klebrig auf der Haut. Von Essence habe ich dann noch die All-in-One CC-Creme, die fand ich auch nicht so besonders. Und von Bare Minerals die Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Dann habe ich von L'Oreal die Indefectible 24-Hour Matte Foundation, von Manhattan das Endless Stay Make-up und zweimal die Max Factor CC Cream. Das eine ist noch ein Backup. Dann habe ich hier vorne was ganz Neues von Kiko und zwar ist das aus der Less is Better LE ein Fluid Highlighter. Ich finde die Verpackung ist mega, mega schön. Von Essence einen mattierenden Primer und momentan mein Liebling, was Primer angeht, aus einer Essence LE. Da müsst ihr auch ganz schnell sein. Ich hoffe, ihr bekommt das Produkt noch. Aus der Little Beauty Angels LE ein Wake Up Effect Primer. Von H&M habe ich dann noch einen Halo Illuminizer. Das ist ein flüssiger oder Creme Highlighter quasi. Ist auch richtig, richtig schön. Dann habe ich hier meine zwei Chanel Foundations. Und zwar habe ich die in zwei verschiedenen Nuancen, weil ich mir die erste in einer falschen Nuance gekauft habe. Ich habe erst viel zu spät gemerkt, dass die einfach viel zu rosastichig für mich ist. Ich habe jetzt die 20 Beige mir letztens geholt und die erste, die ich hatte, war die 22 Beige Rosé. Und die 20 Beige passt auf jeden Fall viel, viel besser zu meinem Hautton. Dann habe ich hier noch einen Primer von LOV oder Love, glaube ich, wird das ausgesprochen. Und die Estee Lauder Double Wear Foundation. Die ist mega gut. Die deckt richtig gut ab. Aber ich muss sagen, ist nichts für jeden Tag. Zumindest nichts für meine Haut, weil ich da wirklich schnell merke, dass da meine Poren irgendwie verstopfen und ich schnell Unreinheiten bekomme, weil einfach ich das Gefühl habe, dass meine Haut nicht atmen kann, aber so für bestimmte Anlässe oder gerade zum Videodrehen ist sie wirklich, oder auch für Fotoshootings oder sowas, ist sie wirklich richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier noch von Maybelline das Everfresh Make-up und ich glaube nochmal von Maybelline, genau, das Dream Samtic Matte Make-up. Die beiden fand ich jetzt nicht so gut. Und hier habe ich noch von Manhattan vier verschiedene. Das ist die gleiche Foundation, aber in vier verschiedenen Nuancen. Und hier ganz, ganz hinten, das sieht man hier jetzt noch ein bisschen, habe ich Foundations, die ich nie benutze, beziehungsweise die ich halt einfach mal gekauft habe. Und ich aber nicht so gut fand oder die für mich oder für meine Haut einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen liegen die hier ganz hier hinten im Eck und werden total vernachlässigt. In Schublade 2 befinden sich meine ganzen Puder, Bronzer, Highlighter und Konturpuder. Und hier vorne befinden sich meine ganzen Puder. Da habe ich von L'Oreal das Nude BB Puder. Dann habe ich zum Beispiel lose Puder von der Marke Make Up For Ever, das HD High Definition Powder. Das finde ich mega, mega gut. Dann zum Beispiel noch eins von Essence, das Fix and Matte Puder, das lose, was es so, glaube ich, gar nicht mehr wirklich gibt. Dann ein neues Puder, das Essence Get Picture Ready Pore Refining Powder. Das habe ich in meinem letzten Video auch benutzt. Dann von Rimmel das Stay Matte Puder. Dann habe ich hier meine ganzen Bronzer und zwar habe ich hier vorne zwei von Miss Lynn. Einen davon habe ich mir letztes Jahr gekauft und den anderen jetzt letzt erst. Dann habe ich hier ein ganz heiß geliebtes Konturpuder, das Sculpting Powder von Kevin O'Quinn. Dann habe ich hier einen Bronzer von H&M, den ich auch wirklich richtig gut finde. Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich von Backstage Make-up einen Bronzer. Von NYC, von Altera, ich glaube das ist P2, Catrice, hier habe ich noch von Bourjois den Chocolate Bronzer. Dann habe ich hier noch einen flüssigen Highlighter von der Marke Alverde, der hat hier einfach gut reingepasst. Und dann noch so ein
Contour-Stick, beziehungsweise ist einfach eine Foundation eigentlich, aber ich habe mir den damals in der dunkelsten Nuance geholt, damit ich damit mein Gesicht konturieren kann. Hier habe ich meine ganzen Highlighter, hier habe ich auch Flüssig-Highlighter, wie zum Beispiel von NYX den Liquid Illuminator oder von Essence ganz neu jetzt den Liquid Illuminizer Strobing Pen, von Backstage Makeup so ein Stick-Highlighter. Dann habe ich hier noch von Sleek eine Palette, das ist die Solstice Highlighting Palette und die ist auch mega, mega schön. Da ist ein Creme-Highlighter und der Rest sind Puder-Highlighter. Dann habe ich hier Highlighter von MAC. Das ist der Soft and Gentle. Der ist auch mega beliebt. Von Catrice Prime and Fine Highlighter. Was ist das? Irgendwie so ein Leoparden-Puder, das ich mal unbedingt wollte, aber nie benutzt habe. Dann habe ich hier noch ein richtig cooles Produkt von Make-Up Forever. Das Pro Sculpting Duo. Da ist ein Highlighter drin und so ein Bronzer. Mega schönes Produkt und auch der Highlighter ist wirklich ein Traum und butterweich. Lässt sich wirklich sehr, sehr schön verblenden. Habe ich bei TK Maxx mal ergattert. Dann habe ich hier noch verschiedene Highlighter, Bronzer, Produkte eben, die ich so gut wie nie benutze, die ich einfach mal gekauft habe und ausprobieren wollte, die für mich persönlich aber einfach nicht wirklich funktioniert haben. Hier vorne habe ich dann noch verschiedene Highlighter. Zum Beispiel ist das eigentlich ein Astor Lidschatten, den ich als Highlighter zweckentfremde. Das ist so ein wirklich ganz schöner Rosé-Ton. Dann habe ich hier von Benai Lumia Luxe Powder so ein ganz, ganz helles, weißes, schimmriges Puder, das ich mal bei Niki Tutorials gesehen hatte. Ich habe das als Highlighter benutzt und habe es nachgekauft. Mir ist es leider ein bisschen zu krass, also es ist schon extrem, ja, schimmrig und ist mir einfach irgendwie zu viel irgendwie. Dann von P2 noch den Glow Up Highlighter, der war auch eine Zeit lang wirklich in aller Munde. Dann habe ich noch eine richtig coole Palette von The Balm, The Manizer Sisters Palette. Dann habe ich ein cooles Produkt von der Marke NARS, das ist der Super Orgasm Illuminator. Das ist eben ein, ich mach's mal raus, das ist ein Creme-Produkt, ein flüssiger Highlighter. Dann habe ich hier noch verschiedene Contour-Sets von Maybelline. Dann habe ich hier noch ein Set von Catrice, das Prime and Fine Professional Contouring Set. Dann habe ich hier von der Marke Make-Up Forever noch so ein Contour-Set. Und hier ganz neu von Trended Up so ein Contour- und Highlighting-Set, also mit einem Contour-Puder und einem Glow-Puder und einem Highlighter. In der dritten Schublade befinden sich meine ganzen Blushes, also alle Rouge-Produkte, wirklich alles hier komplett, alles Rouge. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß, ich habe viel zu viel. Das sind viel zu viele Produkte, so viel braucht eigentlich kein Mensch. Aber da gab es mal eine Zeit, da war ich wirklich so ein richtiger LE-Jäger in der Drogerie und habe ganz viele, ja, Rouge auch irgendwie von LEs und so mir gekauft, obwohl die Qualität da nicht gestimmt hat, einfach nur, dass ich sie habe. Und dann fange ich mal auf der Seite hier an, denn da habe ich die heißgeliebten oder von mir heißgeliebten Max Factor Blushes, die benutze ich wirklich fast jeden Tag. Das sind die Pastel Compact Blushes. Da gibt es insgesamt 4 Farben und da habe ich auch alle 4 Farben von. Also das sind jetzt die 2 Farben und die anderen 2 Farben, die sind hier an der Seite. Die sind echt richtig gut und haben auch einen schönen Glow. Das hier sind meine ganzen MAC Blushes. Hier hinten habe ich dann noch ein paar Blushes und zwar, das ist glaube ich Milani. Genau, das ist der Milani Blush in der Farbe Luminoso, auch wirklich bei ganz vielen Leuten beliebt und ist eine wirklich ganz, ganz schöne Farbe für den Sommer, weil es so ein schönes, ja, so ein schöner Peach-Ton eben. Dann habe ich hier eine Rouge von der Marke Urban Decay, das ist der Blush in der Farbe Video, finde ich auch wirklich sehr hübsch. Hier die schwarzen sind alles Sleek Blushes, da habe ich wirklich auch eine Menge von. Hier ist ein Blush, der ist wirklich auch mega schön, war aber leider aus der Catch the Glow LE. Das ist der in der Farbe Beach Beauty und benutze ich im Sommer wirklich sehr, sehr häufig. Ich zeige euch den mal, weil er wirklich sehr, sehr schön ist. Das ist halt so ein schönes, schimmriges Peach Rosé Gold und der wird auch irgendwie nicht leer. Also ich benutze den im Sommer immer und habe den schon einige Jahre, ich glaube seit 2013 oder 2014 habe ich den. Dann habe ich hier noch von NYX so ein Konturpuder eigentlich, also es ist eigentlich ein Rouge in der Farbe Taupe, aber ich habe das immer als Konturpuder benutzt, weil es halt wirklich sehr, sehr schön aschig ist. So sieht das Ganze aus.
Hier vorne habe ich auch ganz viele Blushes aus verschiedenen LEs. Hier habe ich so ein paar Catrice Blushes. Ich weiß gar nicht, ob es die in der Form eigentlich noch gibt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da habe ich auch einige Farben von. Dann habe ich hier noch einen Chorus Blush. Ist auch wirklich sehr schön für den Sommer. Von Maybelline habe ich noch einen Rouge. Dann von der Marke Make-up Forever so ein richtig krasses Pink. Dann hier ganz viele von Catrice. Das ist auch eine mega krasse Farbe. Genauso wie die nächste. Das war auch aus einer Limited Edition von P2. Wieder aus einer LE. Ihr merkt ganz viele LE-Produkte. Von Essence aus der Naughty Girl LE. Das ist auch so ein richtig krasses Blush. Dann habe ich hier auch noch ganz viele. Zum Beispiel hier die grünen sind alle von Alverde. Dann habe ich hier hinten aus ganz verschiedenen Essence LEs. Aus der Oktoberfest LE. Das fand ich so süß. Und habe ich, glaube ich, bei Kleiderkreisel mir noch irgendwie ergattern können. Die ganz da hinten, das sind wirklich auch alles aus einer Limited Edition, die ich auch gar nicht mehr benutze wirklich. Beziehungsweise ich ausprobiert habe, aber die irgendwie mir dann doch nicht gefallen haben oder einfach von der Textur nicht so schön waren. Hier habe ich von Max Factor noch so ein Miracle Touch Creamy Blush. Das habe ich im Sommer immer gerne verwendet, weil es so schön leicht war und so schön natürlich aussieht. Das fand ich auch so süß. Es war auch mal aus einer P2, aus der Just Dreamlike LE. Da habe ich mir sogar gleich zwei Farben gekauft. Was ich auch mega cool finde und was bestimmt auch ganz viele von euch haben noch, sind diese MNY Blushes. Da gab es mal diese Marke im DM, die hat im MNY hieß die. Und da gab es diese Blushes, die wirklich ganz, ganz viele hatten. Und da habe ich drei Farben von. Einmal diese rosa Farbe habe ich. Dann habe ich diese Peach-Farbe, die wirklich ganz viele so toll fanden, weil es wirklich eine wunderschöne, frische Farbe ist. Und dann habe ich noch so einen dunklen Ton. Und zwar sieht es einmal so aus. Und die sind echt gut von der Qualität. Ich weiß aber gar nicht, wieso die Marke dann wieder aus der Drogerie verschwunden ist. Aber die Blushes fand ich wirklich ganz, ganz toll damals. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die auch wirklich ganz, ganz viele Blocker und so, die Blushes hatten. An der Seite habe ich noch mehr, wer hätte das gedacht, von P2 aus einer LE, die es mal gab. Dann habe ich hier, das sind alles Essence-Blushes aus dem Standardsortiment, aus Limited Editions. Dann habe ich hier von Maybelline, das sind diese Dream Touch Blushes. Das sind so Creme-Blushes, die ich auch im Sommer sehr gerne verwende. Vor allem die Farbe hier, das ist eine wunderschöne Peach-Farbe, die gefällt mir richtig gut. Und die sind halt schön leicht auf den, im Gesicht und lassen sich sehr schön verblenden. Die hier, die finde ich mega süß. Das sind Blushes von der Marke Etude House. Und da habe ich mir mal online, glaube ich, bei eBay oder so bestellt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufbekomme. Weil ich einfach die Verpackung so schön fand. Hat also so ein Puschel hier drin und so sieht das Ganze dann aus. Und ich fand es einfach so wunderschön. In der vorletzten Schublade habe ich dann so kleinere Paletten, meine Mascaras, Wimpernzange, Kajal, Eyeliner, meine Augenbrauenprodukte, so kleine Kabuki-Pinsel und mein Make-up-Setting-Spray drin. Und zwar habe ich hier einmal die Essence My Must-Haves Palette, wo ich mir selbst zusammengestellt habe und auch in meinem letzten Video das erste Mal ausprobiert habe. Die Qualität ist da wirklich sehr, 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 sehr schön. Und da habe ich jetzt noch die Zoeva Smoky Palette. Dann habe ich hier noch die Forever Nude Palette von der Marke Zoeva, BH Cosmetics. Dann habe ich hier noch eine Make-up Revolution Palette mit ganz vielen bunten Farben. Dann habe ich hier an der Seite ein paar Paletten von der Marke Essence. Einmal in so Rosé-Tönen, in so Grautönen und in Nude-Tönen. Dann habe ich hier meine Wimpernzange von Essence, wobei jetzt die auch nicht so spitzenmäßig ist. Die erfüllt halt ihren Job, aber da gibt es bestimmt weitaus bessere. Aber ich bin da immer ein bisschen zu geizig für eine Wimpernzange, irgendwie so 20 Euro oder so auszugeben. Dann habe ich hier meine ganzen Mascaras. Die werde ich euch jetzt nicht einzeln zeigen, denn die sind auch, finde auch viel zu viel. Da habe ich jetzt halt von Essence die zwei neuen, die es jetzt gibt. Von Essence die Isle of Extreme, die ich auch schon seit Jahren immer mal wieder benutze. Meine geliebte Maybelline Lash Sensational Mascara, die ich wirklich ausnahmslos jeden Tag benutze. Hier drin habe ich meine ganzen Kajale und meine
flüssigen Eyeliner und sowas. Und ich habe wirklich eine Menge. Also ich habe ganz viele in Schwarz, in Nude, in Bunt. Also da ist auch Blau, Grün, Orange. Da ist alles Mögliche ist da dabei. Hier hinten habe ich meine ganzen Augenbrauenprodukte, die ich aber nicht mehr wirklich brauche, weil ich habe ja bei mir das Microblading durchführen lassen. Und was ich nur noch verwende, ist ja so ein quasi ein Augenbrauen-Gel. Da benutze ich mal das von L'Oreal. Das ist der Brow Artist Plumper und wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde auch, dass es meine Augenbrauen optisch ein bisschen auffüllt, ein bisschen voller aussehen lässt. Und es hält meine langen Härchen, ich habe sehr, sehr lange Augenbrauenhärchen, den ganzen Tag in Form und sie fallen nicht runter. Deswegen ist es ein richtig gutes Produkt. Gibt es auch noch in einer dunkleren Nuance. Und zu guter Letzt habe ich hier noch mein Make-up-Setting-Spray drin. Und zwar benutze ich momentan immer das von der Marke Make-up Revolution, das Pro Fix Amazing Make-up Fixing Spray. Und dann habe ich ganz neu noch von Essence ein Make-up-Fixing-Spray. Und zwar ist das das Instant Matte Make-up-Setting-Spray. Das habe ich hier auch noch rumliegen. Und dann sind wir auch schon durch mit dieser Schublade. In der letzten Schublade von meinem linken Alex-Schubladen-Element sind solche ganzen kleinen Lidschatten, so Einzellidschatten drin. Hier habe ich auch noch zwei Real Techniques Miracle Complexion Sponges drin, weil ich mir so einen Vierer-Set gekauft hatte und die zwei sind jetzt noch komplett neu. Da habe ich auch noch so ein so ein neues Schwämmchen von Real Techniques, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Hier habe ich noch zwei solche Schwämmchen, die habe ich mir bei TK Maxx mitgenommen, aber auch noch gar nicht ausprobiert. Dann habe ich hier so kleine Paletten an der Seite und hier habe ich solche Creme-Lidschatten, wie zum Beispiel von Maybelline, die Color Tattoo, das ist jetzt glaube ich die Farbe, Permanent Taupe und habe ich in drei verschiedenen Farben. Von Catrice gab es mal solche Creme-Lidschatten und da habe ich auch zwei verschiedene Farben von Wet n Wild, einen Lidschatten, den, wie man sieht, ich wirklich sehr, sehr häufig benutzt habe, vor allem ganz früher. Zwei Pigmente von der Marke Make Up Geek, einmal in der Farbe Poker Face und einmal in der Farbe Nightlife, sind auch wirklich sehr schöne Produkte. Dann habe ich hier Einzellidschatten von der Marke Corres, so kleine Paletten wie zum Beispiel von Catrice, die Absolute Nude Palette, von Essence aus einer LE eine Lidschattenpalette, von Essence wieder aus einer LE eine Lidschattenpalette. Von Inglot habe ich mal geschenkt bekommen, das sind so zwei verschiedene Lidschatten, habe ich aber auch nicht wirklich benutzt, weil es einfach auch nicht meine Farben sind. Dann habe ich hier, das sind alle Lidschatten von Catrice. Also ich habe da ganz, ganz viele von. Also die ganzen Lidschatten hier, die ihr hier seht, diese viereckigen, sind alle von Catrice, sind Einzellidschatten. Essence habe ich hier noch, das sind alles, das dürften alles Essence. P2 Lidschatten sind das noch und hier sind noch P2 an der Seite, sind alles Essence Lidschatten. Hier sind noch Paletten von der Marke Wet n Wild, die sind auch richtig gut. Die habe ich auch wirklich sehr häufig benutzt. Das hier an der Seite ist alles Wet n Wild. Das sind so kleine Paletten. Die hier habe ich auch sehr, sehr häufig benutzt. Sind auch in ein paar Tutorials noch von früher. Von Catrice habe ich hier noch eine kleine Lidschattenpalette. Dann habe ich hier noch eine von der Marke Lacura. Das ist die Eigenmarke von Aldi. Die fand ich auch richtig gut. Und wie gesagt, das ist hier jetzt alles Wet n Wild. Die finde ich richtig, richtig gut. Und dann sind wir auch schon fertig mit der letzten Schublade von dem ersten Alex-Schubladen. Meine Lieben, das war jetzt Teil 1 meiner Schminksammlung. Und ja, ich weiß, ich habe wirklich eine Menge. Also werden bestimmt wieder Kommentare kommen von wegen, bah, so viel braucht doch kein Mensch. Aber ich habe so ein bisschen eine Rechtfertigung, denn als YouTuber, Blogger, egal ob nebenberuflich, als Hobby oder auch viele hauptberuflich, bekommt man auch wirklich viele Dinge zugeschickt. Man kauft sich viele Dinge selbst, einfach um sie auszuprobieren, um ja sie euch vorzustellen. Manche Produkte kauft man extra für ein Video und so sammeln sich wirklich in kurzer Zeit ganz, ganz viele Produkte an und man ist auch irgendwie ständig am Aussortieren, weil man ganz viele Sachen einfach auch vernachlässigt, weil man ja das alles gar nicht wirklich benutzen kann. Und ich muss auch mal wieder aussortieren. Man muss auch immer schauen, sind die Produkte denn noch gut oder muss man auch welche entsorgen oder man verschenkt manche Produkte auch. Deswegen habe ich da so ein bisschen eine Ausrede und
Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr am Mittwoch dabei seid beim zweiten Teil der Schminksammlung. Denn da dreht es sich dann alles um Lippenprodukte und Nagellacke. Also ich zeige euch meine Lippenstifte, Lip Liner, Liquid Lipsticks und eben Nagelprodukte. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao!